So, und damit sage ich Tag zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, großen Projekt. Ich weiß noch nicht. Wir spielen Die Sims 4 und ich kann euch noch gar nicht genau sagen, wie weit dieses Projekt gehen wird, wie viele Folgen es geben wird oder ob das vielleicht nur so ein kleiner Zwischenstopp wird. Ich weiß es noch nicht. Kommt ganz auf euch drauf an, ob ihr da Bock drauf habt, ob ich da wirklich Bock drauf habe. Denn das letzte Sims, das ich gespielt habe, wenn ich ehrlich bin, war das allererste Sims und das ist ziemlich, ziemlich lange her. Ich habe ein paar Mal ein bisschen in Let's Plays und so reingeguckt von Sims 4 und bin echt angetan. Also Sims 4 hat wirklich eine Entwicklung gemacht, wo ich sagen kann, okay, Sims 4 ist jetzt echt ein richtig, richtig geiler Lebenssimulator. Und macht mega Spaß, denke ich, schätze ich, hoffe ich, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt und ich habe mir so ein bisschen überlegt, dass wir hier so eine kleine Gemeinde aufbauen, so ein kleines Dorf aufbauen. Das heißt, wir starten jetzt praktisch mit einer Charakterstellung von mir und ich werde dann so ein bisschen ja, in das Leben eintauchen der Sims und werde dann nach und nach immer mal wieder einen Charakter dazu holen, immer mal wieder jemanden erstellen und einziehen lassen in die Gemeinde. Das könnt auch ihr sein, wenn ihr wollt. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, einfach ein paar Daten schicken, einfach was in die Videobeschreibung schicken, wie ihr heißen wollt und so ein bisschen Eigenschaften, wie ihr aussehen wollt. Könnt das aber auch mir überlassen, überhaupt kein Problem. Und dann lasse ich euch einziehen oder ihr denkt euch einen Charakter aus und schickt ihn mir oder pp etc. Ich weiß nicht. Können wir alles gerne machen, können wir alles tun. Auf jeden Fall lasse ich Mr. Smooth in die Gemeinde mit einziehen und wieso denkt der hier an Zecken? Die steht auf Truckerfahrer. Und der schaut hier auf die... Ne, ist egal. Und ja, ich lasse Mr. Smooth mit einziehen, ich lasse Tizzy mit einziehen, ich lasse noch andere Leute mit einziehen und will da so eine richtig kleine Gemeinde aufbauen. Und ob das so passieren wird, weiß ich noch nicht. Das kommt, wie gesagt, ganz auf euch drauf an, ob ihr überhaupt Bock drauf habt. Aber bevor ich mir jetzt hier einen Ast wegbabbel, drücke ich mal auf neues Spiel und dann gucken wir einfach mal. So, und so... Betisa Wallakay! Ja, ganz wie du meinst. Und so sehe ich übrigens aus. Genau so. Nein. Wir brauchen... Hallo, ich heiße... Ah, okay. Vorname natürlich so. Und Nachname... Nachnamen... Was nehme ich denn als Nachnamen? Boah, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Mal gucken, was gibt es denn da so? Hermanns. Nein. Föll. Mhm. Sommer. Föll. Schon wieder. Meier. Sommer. Schon wieder. Hoffermann. Schäfer. Nee, komm, ich muss was Eigenes. Irgendwas wird mir schon einfallen. mir fällt rein gar nichts ein. Okay, ich glaube, den Namen machen wir einfach mal zum Schluss. Jetzt gucken wir erstmal, was ist hier so. Was ist denn das hier? Körperbau. Okay, weiblich, männlich. Männlich. Ach so! Ah, cool. Also man kann hier auch Transen und sowas machen. Ah, gut zu wissen. Das ist sehr löblich. Kleidungsstil, weiblich, männlich. Da ändert sich auch nichts. Aber ich glaube, dann kann man die Klamotten für Männer aussuchen und so, ne? Naja, gut. Aber wir brauchen jetzt erstmal einen Kerl. So, Körperbau auf jeden Fall männlich. Das ist, ja. Kleidungsstil männlich. Dieser Sim kann andere schwängern. Das will ich doch meinen. Kann dieser Sim... Das habe ich schon des Öfteren getan. Ja, das kann ich. So, es ist ein bisschen laut auf den Ohren, fällt mir gerade auf. Kann ich hier in die Optionen jetzt gehen? Ah, Spieloptionen. Musik. Nein, Audio. Musik Lautstärke. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser, weil sonst dröhnt mir das so auf den Ohren. Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Jetzt hätte ich fast das Spiel verlassen. Nein, ich will auch nicht zurück zum Hauptmenü. Ich drücke einfach auf das Kreuz. Man merkt, ich bin in dem Spiel richtiger Profi. Ich kenne sogar das Menü auswendig. So, was können wir denn hier jetzt machen? Kleinkind. So, was haben wir hier? Pausenmod. Hä? Ach so, das ist Kleinkind, das ist Kind, Teenager. Ihr seht schon, ich muss mich da wirklich ein bisschen reinfriemeln. Gamaleo. Teenager, nee, komm. Amoeba Shyla. Was?
Junge Erwachsene, mhm. Das finde ich schon mal ganz gut. Okay, Gangart. Oh. Ja. Ja, genau so. Das ist 1:1 ich. Würde ich sagen. Frag Tizzy. Genau so laufe ich. Nee, das ist so Macho Man. Nein, 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 so gehe ich auch nicht. So ehrlich gesagt aber auch nicht. Ja, das kommt hin. Das doch, das war so ziemlich meine Gangart. Zumindest früh morgens, wenn ich aufgestanden bin. Nee, das ist dann doch eher so. Was? Was ist das? Wieso? Okay. Ich würde mal sagen, so. Federnder Gang. Was haben wir hier? Schleppender Gang. Trotteliger Gang. Starrer Gang. Femininer Gang. Stolzer Gang. Ja, ich schwank jetzt zwischen dem stolzen Gang und hier diesem federnder Gang. Ja, aber es, ja, eigentlich so. Das ist eigentlich ziemlich gut drauf und so, das passt. Räusper, Räusper. So, was haben wir denn hier noch? Alupas, moi Alupas. Warme Stimme. Malfoy, Bevose. Ihr hört ja meine Stimme. Ich weiß nicht, so fitsch ist sie dann doch nicht, oder? Penas Warbo. Ich habe eine tiefe Röhre. Chobe, Mr. Glorb. Ja, so viel zur tiefen Röhre. Hallo? Wadisa. Ja, okay, so höre ich mir mich auch nicht an. Ich bin nicht John Wayne. The Babe the Hope. Okay. Vielleicht doch eher die... Chef Flitter am soon. Brüchig. Warm. Klar. Trällernd. Habe ich eine trällernde Stimme, ich glaube. Eine melodische Stimme habe ich auch nicht. Eine süße Stimme habe ich auch nicht. Ich würde ja, schon bei warm bleiben, aber ein bisschen heller, glaube ich. Flames, ihr Feuer? Okay, so hell nicht. Ah, Fenaya. Ja, das kann man, glaube ich, lassen. Ich denke, das kommt so ein bisschen wenigstens hin. Bernala. Hoffe ich zumindest. So, wie kann ich denn jetzt hier... Ich sehe so nicht aus. Okay. Gesicht. Das Gesicht. Erstmal bin ich ein bisschen heller. Das ist vielleicht ein bisschen zu... Kann ich nicht hier die Accessoires mal kurz wegmachen? Die will ich nicht. Die suche ich dann später selber aus, wenn es genehm ist. Ah, hier. Flup. So, ein Gesicht machen. Okay, gut. Ja, das passt schon. Hautfarbenmäßig. Ich bin jetzt eher der... Ja, doch, das kommt schon hin. Das ist zu braun. Ja, das kommt schon hin. Gesichtsvorlagen. Ich habe doch eher ein bisschen kantiges Gesicht, glaube ich. Ich versuche mich jetzt mal so gut nachzubasteln, wie es geht. Oh Gott. Ich glaube, damit könnte man schon was anfangen. Ich glaube, das müsste schon gehen. So, dann kann ich hier nicht... Ah, Details. Okay, mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall ein breites Kinn. Okay, vielleicht so breit auch nicht. Und so Grübchen habe ich eigentlich auch nicht. Kann ich die irgendwie wegmachen? Ich will die Grübchen wegmachen. Ich habe nicht solche... Leider nicht so ein Grübchen. Zumindest nicht so ein heftiges Grübchen. Hier. Da ist ein ganz leichtes Grübchen. Ja, so ungefähr. So, dann ist das Kinn auf jeden Fall... Habe ich ein größeres Kinn. Das ist vielleicht ein bisschen... Das ist echt schwer, das ist echt schwierig. Das wird auch ein bisschen dauern in dieser Folge, ne? Also die erste Folge ist wahrscheinlich hier nur Charaktererstellung. Da werden wir wahrscheinlich gar nicht irgendwo einziehen, weil ich will mir da echt ein bisschen Zeit lassen, damit das auch ein bisschen passt. Damit das auch ein bisschen nach mir aussieht. Zumindest annähernd. Ich habe ganz...
Ich glaub zumindest, ich habe jetzt keinen Spiegel da. Ich glaube, ich habe ziemlich schmale Lippen. Aber die Lippen passen nicht wirklich. Ja, schmale Lippen. Nein, 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 nein. Ja, so. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, mein komischer, seltsamer Mund ist hier nicht dabei. Am ehesten das hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das kommt schon hin. So, die Nase. Nein, zu stupsig. Oh, das kommt schon hin. Ein bisschen spitzer ist meine Nase. Ich habe einen ganz, ganz leichten Höcker auf der Nase. Das habe ich vorhin noch geguckt. Ja, so. Alter. Was für ein Riechkolben. Nee, so natürlich nicht. Ich habe einen ganz, ganz kurzen Höcker drin. Das ist eigentlich schon wieder zu viel. Der ist wirklich nur minimalst. Oh, so ungefähr. Dann habe ich eine etwas breitere Nase, glaube ich. Das ein bisschen kürzer ist, glaube ich, so. Ein bisschen kleiner. Ja, so kommt das ungefähr hin. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier Backen sind ein bisschen... Oder? Ja, ich denke, das passt so. Also es wird nicht ein 1:1 Porträt von mir, aber ich denke, das passt so. Die Augen. Was habe ich denn für Augen? Ja, so eigentlich. Das kommt schon hin, glaube ich. So nicht. Nein. 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 Das Extreme sieht man halt. Die sind, glaube ich, ein bisschen zu groß. So große Augen habe ich, glaube ich, nicht. Das hier? Das könnte passen. Vor allem mit den Augen hier unten. Mit den Tränensäcken. Das würde schon ganz gut passen. Nein, solche Augen habe ich nicht. Leider. Was habe ich denn für Augen? Augenform. Ich glaube, die hier oben haben am besten eigentlich gepasst. So. So, ungefähr sowas, ja. Das kommt schon hin. Kann ich da auch noch mal ein bisschen... Kann ich. Ja, so. Ich denke, das passt. Augenfarbe. Also ich habe grau-blaue Augen. Ja, so. Nee, so dunkelblau habe ich nicht. Ich habe mehr ins Helle, mehr ins Graue gehende. Da ist zu viel Grün mit drin. Also entweder so oder... Aber ich glaube eher so. Also ich habe mehr Grau wie Blau. Und eigentlich habe ich an der Iris noch ein ganz klein bisschen Grün mit drin. Aber ich glaube, das ist zu viel verlangt jetzt. Die Ohren. Ich hab auf keinen Fall so große Ohren. Ich habe eher... Ja, so. So passt das. Die Frisur passt auch noch nicht. Alter, was ist denn das hier? Nee, also ich glaube meine Ohren... Warte mal. Nee, die liegen nicht so arg an und auch nicht so weit weg. Nee, das passt. Da bin ich eigentlich... Mit meinen Ohren bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, mit dem Kinn bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Irgendwas passt da noch nicht. Naja, ich lasse es jetzt mal so. Also ich habe so ein Kinn, habe ich nicht, aber gut. Im Groben und Ganzen wird es, denke ich, mal hinkommen. So, jetzt kümmern wir uns mal um... Halt, Gesicht. Hautdetails. Die habe ich auf alle Fälle. Die habe ich auf alle Fälle. Das ist schon mal klar. Was ist das hier? Nee, die habe ich nicht so krass. Oder? Nee, ich glaube nicht. Sieht man vielleicht auch nicht, weil ich bin ja Bartträger. Was ist das hier? Nein. Habe ich auch nicht. Sommersprossen habe ich auch nicht. Leberfleck habe ich auch nicht. Okay, lassen wir das mal weg. Zähne. Hasenzähnchen. Gold. Eine Zahnlücke. Oder ja, ein bisschen schiefe Zähne. Ich lasse jetzt einfach mal Standard.
Weil das ist schon ein bisschen extrem. Ich lasse einfach mal Standard. So, was haben wir denn hier? Haare, Frisur. Ich habe eigentlich ganz, ganz kurze Haare. So, ungefähr in 10 Jahren. Ich schaue aus wie Jean-Luc Picard. So habe ich das eigentlich momentan. Also ziemlich kurz rasiert. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Deswegen lasse ich das jetzt mal so. Ich habe hier halt noch Geheimratsecken. Und zwar gewaltige. Aber ich glaube, das gibt's hier nicht, oder? Ich glaube, das gibt's nicht. Leider. Schade. Kann man da irgendwie detailsmäßig was machen? An den Haaren? Nee, nur an der Form. Schade. Das wäre jetzt noch so ein Feature, wo ich sage, ich müsste hier noch Geheimratsecken haben. Die Nase passt auch noch nicht. Die ist nicht so groß. Ich habe nicht so einen Riesenzinken. Ja, so ungefähr. Das kommt schon hin. So, halt. Haare, ich bin natürlich braunhaarig, nicht schwarzhaarig. Aber so ein helles Braun, eigentlich eher dunkles. Ich würde schon eher sagen, das hier. Gut, dann, ach, das sind Langhaarfrisuren. Die Bartbehaarung, die Gesichtsbehaarung. Nein. Eigentlich das hier. Ich habe aber auch hier nicht so einen riesen Abstand zwischen... Ja, so ist das schon besser. Ich hab zwischen Nase und Lippen habe ich doch nicht so einen riesen Abstand. Der ist bei mir eher ziemlich kurz. Also mein Mund sitzt anscheinend ziemlich weit oben. So, ja, das kommt hin. Wieso bin ich denn jetzt hier wieder bei Kinn? Weil ich aufs Kinn geklickt habe. So, Oh, mon amour. Ich bin ein Hipster. Warte. Was haben wir hier? Nee, also ich bin dann doch eher der Drei-Tages-Bart-Typ. Ja, kann man lassen. Okay, eine Mütze. Perfekt. Perfekt, so laufe ich eigentlich immer in meiner Freizeit rum. Oder so. Kommt auch ab und zu vor. Nee, ich glaube... Yeah. Yeeha. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht. Wobei das schon Stil hat. Ja, ich höre schon auf. Oh, cool. Also ihr seht schon, wir können uns hier wirklich austoben. Und könnten wirklich ein paar verrückte Charaktere in die Nachbarschaft ziehen lassen. So eine richtig kleine, lustige, durchgeknallte... Naja. So, nee, das lassen wir mal. Das passt so. Accessoires. Ah, und hier oben hast du Reiter. Genau, das wurde mir auch gesagt. Alltagskleidung. Abendkleidung. Ah, okay, das kann man auch nochmal individuell machen. Oh, okay. Gut zu wissen. Deswegen brauch ich, wurde mir auch gesagt, ich brauche so lange für die Charaktererstellung, weil ich da immer ziemlich genau bin. Ohrringe trage ich leider nicht. Eine Brille habe ich leider auch nicht. Was heißt leider? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinen Augen, dass ich gut sehen kann. Wobei ich Brillen nicht schlimm finde. Ich finde, Brillen machen echt einen Charakter aus. Das kann echt charakterfördernd sein. Und mir stehen auch Brillen, bin ich zumindest der Meinung. Ich hätte gern auch manchmal eine, aber ich finde es halt doof, wenn man eine Glasbrille trägt, wenn man eigentlich keine braucht. Weil viele Menschen, die eine Brille tragen müssen, würden die gern loswerden. Kette trage ich eigentlich auch nicht. Ich trage eigentlich überhaupt keine Schminke. Was haben wir denn hier? Das trage ich oft. Aber ich habe mir jetzt gedacht, fürs Let's Play lasse ich das mal. Was ist das hier? Sonnencreme? Warum? Egal. Make-up trage ich jetzt, mag manche verwundern und manche echt enttäuschen, aber ich trage sehr selten Make-up. Okay, dann haben wir das eigentlich. Was? Hä? Aber wieso hat er Ringe an? Ich habe doch keine Accessoires ausgewählt. Hä? Hallo? Hä? Ach, das ist hier nochmal extra. Deswegen. Okay. So, jetzt kommen wir an die Klamotten. Also, so sehe ich ungefähr aus. Das kommt sogar wirklich ziemlich nah ran. Also, die mich kennen, das so ein bisschen Ähnlichkeit ist schon da.
So, was für ein T-Shirt das hier? Nein. Was trage ich? Also normalerweise trage ich eigentlich entweder so Kapuzenpullis oder ich bin so der, ja, T-Shirt-Typ. Das finde ich ziemlich lässig. Habe ich den in einer anderen Farbe? Ach so, Moment. Wir müssen ja erstmal, ich mache mich mal kurz nackelig. Einfach nur für den, mit den Schuhen. Einfach nur hier für das. Also ich sehe natürlich so aus. Das bin ich eigentlich. Aber ich mache das jetzt mal fürs Let's Play ein bisschen anders, weil sonst können wir ja nichts mehr. Der Kopf mit dem Körper schaut so doof aus. Baby. Nee, ich will ja auch im Let's Play was erreichen. Das ist jetzt eigentlich der Körper, den ich jetzt momentan habe. Aber ich muss natürlich ein bisschen runterschrauben. Und ich bin, glaube ich, auch ein bisschen Kiraga. So, das kommt schon hin. Das ist ein bisschen, ja, wobei. Das, ja, manchmal, nee, egal. Lassen wir das, das deprimiert mich nur. Ein bisschen trainierter bin ich aber schon. Nee, so leider nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja, so. Ein bisschen mehr Bauch habe ich eigentlich. Kann ich nicht hier... Ja, kann ich. Perfekt. Okay. Dann kann ich mir hier ein bisschen... So. Ja, so kommt das ungefähr hin. Okay, man kann also die Hüften... Kann ich die Hüften nicht... Doch, so kommt das ungefähr hin. So kann man das lassen. Das ist natürlich meine Arme. Ja, das kann man so. Ja, das. Ich habe ziemlich breite Schultern. Dafür habe ich halt einen Ranzen. So ungefähr. Beine sind eigentlich auch ein bisschen voluminöser. Die Dinger hier unten eigentlich auch. So, kann ich nicht am Kopf noch was? Ich habe so ein... Was ist denn das? Ich habe so einen kleinen Kopf. Kann ich den Kopf größer machen? Ja gut, aber es passt besser wie vorher. Ein bisschen kleiner. So, ja. Kann ich die Hände größer machen? Wobei, die passen eigentlich so. Die Füße. Ich lebe auf ziemlich großem Fuß. Ja, das kommt schon ganz gut hin. So, kommen wir zu den Klamotten. Ich ziehe mir mal eine Bluse an. Körper haben wir jetzt. Das passt ja. Ja, das wäre eigentlich richtig. Aber na gut. Eine Tätowierung habe ich auch auf dem Arm. Deswegen mache ich mir hier jetzt auch mal eine. Ich glaube zwar nicht, dass es die meinige gibt. Ich mache einfach sowas hier. Oder? Nee. Ach so, man kann mehrere auch haben. Natürlich, klar. Ah, ich lasse das jetzt mal. Das kann man schon so lassen. Okay, was haben... Ach, vorgefertigt. Nee, will ich nicht. Jo, dann schauen wir doch mal. Jacken. Ich trage eigentlich ziemlich selten Jacken. Ein weißes T-Shirt. Weiß und schwarz trage ich eigentlich am häufigsten. Hin und wieder auch mal rot oder blau. Grau habe ich auch ein bisschen was. Den finde ich eigentlich ziemlich nice. Der gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Was gab es hier nicht? Pullover. So, für den Alltag... Nee, geht gar nicht. So, für den Alltag finde ich den eigentlich ganz lässig. Den hier. Den lasse ich mal in Grau. Oder Rot. Rot würde mir auch gut gefallen. Ich glaube, ich lasse ihn in Rot. So, Hose. Eine Hose sollten wir uns auch anziehen. Haben die nicht... Ach, hier ist ja die Unterteilung. Hosen, Röcke, kurze Hosen. Ich trage überhaupt nie kurze Hosen eigentlich. Ich trage eigentlich immer lange Hosen. Ich weiß nicht, ich mag das nicht so. Einfach eine Jeans?
Hey. Ja, eigentlich sowas hier. Schwarz. Eigentlich so. Ja, ich denke, das kann man lassen. Socken trage ich eigentlich immer. Meistens aber schwarze mit schön vielen Löchern drin. Aber ich kann mir keine neuen Socken leisten. So, was trage ich noch? Leggings eigentlich nicht. Ringe. Guten Armreif. Kann durchaus sein, aber den sieht man hier eh nicht durch den Pulli, also soll's. Schuhwerk. Eigentlich Turnschuhe oder Stiefel. Und wenn Turnschuhe, dann eher sowas. Aber eigentlich so ein ich liebe bei Schuhen und Jacken liebe ich Brauntöne. Weiß auch nicht warum. So braunes Leder und sowas. Aber Kunstleder, also kein Tierleder. Das mag ich nicht. Aber die gefallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist denn mit denen hier? In der Farbe? Nee, geht gar nicht. Nee, es werden schon die hier. So passt das eigentlich. Ja, so kann man das schon lassen. Ja, so kann man das lassen. Okay, brauche ich sonst noch was hier? Eigentlich nicht. Okay, dann wechseln wir einfach mal hier rüber. Was kann ich denn hier machen? Was ist das? Abendkleidung. Was heißt jetzt Abendkleidung? Also dadurch, dass das Symbol jetzt eine Krawatte ist, gehe ich mal davon aus, dass das so ein Abendempfang ist. Sportkleidung ist klar. Nachtwäsche ist auch klar. Ausgehkleidung. Okay. Das ist dann so fürs allgemeine Weggehen, oder was? Badekleidung ist auch klar. Also die zwei hier sind ein bisschen unklar. Aber ich glaube, das hier ist eher so das schicke Abendzeug und das hier ist eher so das allgemeine, ich gehe mal weg mit Freunden was trinken. Okay. Hier darf ich nichts verändern. Aber vom Aussehen her im Gesicht ändert sich eigentlich nichts. Abendgarderobe. Finde ich eigentlich gar nicht. Ich bin eher der Krawattentyp. Ich trage eigentlich, wenn überhaupt, trage ich Krawatte. Fliege trage ich eigentlich nicht. Oder habe ich noch nie getragen. Eigentlich dann so. Ja, das kommt eigentlich schon ziemlich hin. Das ist gar nicht so aufwendig bei mir. Schwarzer Anzug. Gut, ich habe eigentlich dann keine schwarze Krawatte. Ich habe eigentlich weiße Krawatte oder blaue oder gelbe oder irgendwie sowas. Oder gemustert oder... Komplett schwarz bin ich dann auch nicht. Wobei das eigentlich ganz cool aussieht. Ich finde, das hat Stil. Das kann man lassen. So, allerdings habe ich dann meistens auch Accessoires an. Die wird man jetzt hier auch nicht sehen. Eine Uhr trage ich meistens. Ja, sowas. Die sieht man zwar jetzt nicht, aber ich weiß, dass sie da ist. Handschuhe trage ich meistens nicht. Ring bin ich. Ich bin nicht der Ringfreund. Ich mag das nicht so. Socken... Wie gesagt, habe ich eigentlich immer an, in schwarz. Anzugsocken eben, Schuhe. Die Schuhe passen eigentlich. Genau solche habe ich eigentlich auch. Ich habe aber auch noch andere. Solche. Aber nee, aber nicht hierhin offen. Die sind eigentlich anders geschnitten. Ja, sowas hier vielleicht. Ja, sowas geht. Sowas kann man machen. Ja, ich glaube, das lasse ich. Okay, dann haben wir... Man könnte jetzt natürlich sagen... Geht das? Man könnte jetzt natürlich sagen... Alter. Man könnte jetzt natürlich sagen, hier... Geht das nicht? Ach nee, das ging hier, ne? Man könnte jetzt natürlich sagen, hier, wenn ich so weggehe... Yeah... Nee, die steht mir mal gar nicht. Haben wir nicht noch andere Brillen? Oder? Oder? Nee, lassen wir auch mal weg. Okay, dann mache ich einfach mal so.
So, dann gehen wir weiter und schauen uns mal die Sportbekleidung an, weil ich mache ja jeden Tag Sport. Also wirklich jeden Tag bin ich draußen und mache Sport. Erst gut. So, sowas trage ich eigentlich nicht. Ich bin dann eigentlich eher so der, ja, das hier. Ein T-Shirt halt. Schwarz, grau, weiß. Weiß jetzt eher nicht, weil beim Sport, wenn ich Sport mache, dann gehe ich joggen. Das ist also eigentlich immer mein Sport, joggen gehen. Ich bin nicht so der Freund von Fitnessstudio und sowas, ich mag das nicht. Wenn, dann gehe ich joggen. Joggen tue ich sehr gern. Habe ich aber in letzter Zeit auch, ehrlich gesagt, nicht viel gemacht. Und meistens dann wirklich so. Also ganz schlicht schwarz. Turnschuhe, wenn dann meine Jogging-Schuhe. Die sind eigentlich so schwarz-gelb. Das sind, ich sag jetzt die Marke nicht, aber das ist eine ganz bekannte Marke. Ah! Eigentlich so gelb-schwarz. Aber gelb-schwarz gibt's hier nicht. Ich nehme jetzt einfach mal das Grüne hier. Das sieht auch ziemlich nice aus. Ja, so ungefähr sieht das Ganze dann aus. Gut, okay. Wir haben die Sportbekleidung auch. Dann Nachtwäsche. Also eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, schlafe ich eigentlich ohne T-Shirt und mit Boxershorts. So nächtige ich eigentlich. So? Yeah. Ja, aber ich muss ehrlich sein, eigentlich eher sowas. So Schuhe, Hausschuhe. Ich bin kein Freund von Hausschuhen. Ich laufe eigentlich immer zu Hause barfuß durch die Gegend. Wobei ich sowas natürlich schon gerne hätte. Und zwar so. Voll geil. Jetzt ohne Mist. Hätte ich echt gern. Finde ich voll lässig. Okay, aber ich laufe eigentlich eher immer barfuß zu Hause rum. Ich bin froh, wenn ich keine Schuhe anhaben muss. Mit meinen Quanten. So, dann. Was ist denn das für ein Hemd? Das geht ja mal gar nicht. Alter. Voll der Mode-Fauxpas. Vor allem, dass ich sowas sag. Ich habe von Mode so viel Ahnung wie... keine Ahnung. Huch. Ruhe. Ich könnte jetzt... Mir sind schon ein paar blöde Sprüche eingefallen, aber ich sag keinen von denen. Ich habe auf jeden Fall von Mode überhaupt keine Ahnung. Null. Nada. Niente. Nichts. So, wenn ich so eigentlich so abends weggehe... Hemd eigentlich eher weniger. Ja, dann eher vielleicht sowas. Wobei, wenn ich ehrlich bin, meistens gehe ich wirklich mit Pulli weg. Alter, das hört sich jetzt echt voll plump an, aber es ist wirklich die Wahrheit. Meistens gehe ich echt in T-Shirt oder Pulli raus. Und wenn wir dann doch mal in eine Bar gehen oder so mit Freunden, dann meistens gehen wir essen oder so und nicht in eine Bar. Dann ziehe ich halt dann mal ein Hemd an. Also nicht so ein Hemd, aber irgendein Hemd. Sowas eventuell. Das trage ich mal ab und zu. Gibt es das auch in anderen Farben? Das sieht jetzt ehrlich gesagt ein bisschen näh aus. Sowas, ja. Wobei ich das hier finde ich eigentlich ganz cool, das Holzfällerhemd. Ich glaube, das kann man das machen? Das kann man, glaube ich, machen. Oder? Aber hier sind die Pullis auch gar nicht drin. Wieso zum Teufel klicke ich auf BHs? Ja. Gute Frage. Sowas eigentlich eher nicht. Nee. Was war denn das? Ja, genau sowas. Geil. Keine Ahnung. Ich würde dann fast sogar wirklich bei dem hier bleiben. Ja, sowas, genau. Genau, Jackett und T-Shirt. Das trifft's. Bloß die Hose. Nee, die... glaube ich, müssen wir ändern. Aber dann eigentlich auch Jeans. Eine schwarze Jeans. Eine graue. Eigentlich auch eine blaue. Eigentlich auch so. Ich weiß, ich bin modisch total der Fauxpas. Ich habe von Mode... Boah.
Also jeder Mensch, der wirklich modebewusst ist, der schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, Alter, wie läufst du rum? Aber es ist halt so. Und dann solche Stiefel eigentlich dazu. Boah, so bin ich einfach. Ich kann es nicht ändern. Ich leg halt auf Mode wirklich überhaupt keinen Wert. Das ist mir eigentlich ziemlich Wumpe. Meistens trage ich dann irgendein Lederarmband oder so oder eine Uhr. Wo sind die Uhren? Ach, da. Ja, dann so eine braune Uhr halt. Ja, sowas eigentlich eher. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ich zieh mal wieder meine Socken an, aus Prinzip. So. Das bin ich dann, wenn ich weggehe. Also, ihr seht, da ist nichts modisch wirklich Hochwertiges dabei. So, wie kann ich jetzt weitermachen? Ich bin jetzt hier fertig, oder? Ah, nee, Badeklamotten fehlen noch. Badeklamotten, okay. Ist eigentlich auch ziemlich schnell gemacht, würde ich sagen. Sowas trage ich dann meistens gar nicht. Also, wo kann ich das absetzen? Nein, das sowas trage ich wirklich nicht. Ich bin eigentlich... Warte mal, gibt's das hier? BHs, Badeanzüge. Ja, ich trage eigentlich Badeanzüge, klar. Hallo? Ach, hier sind die. Okay, Unterwäsche, Badebekleidung. Ich bin eigentlich eher der Typ, der... Genau, sowas trage ich. So lange Badehosen. Ich glaube, so eine in der Art habe ich sogar. Die finde ich ganz nice. Was ist denn das hier unten? Nee, also... Badehosen trage ich wirklich sehr lange, weil ich habe euch ja schon erzählt, ich mag kurze Hosen eigentlich nicht, selbst im Sommer nicht. Und die geht halt wenigstens noch übers Knie. Ich habe wirklich solche Badehosen immer eigentlich schon gehabt. So, okay, dann sind wir eigentlich fertig, denke ich. Und wie geht's jetzt weiter? Das haben wir, auf den Würfel drücke ich jetzt mal nicht, sonst ist alles wieder weg. Aha. Was ist das hier? Ah, okay. Bestreben wählen. Beliebtheit. Aufgeschlossene Sims schließen schneller Freundschaften und Beziehungen. Okay. Was haben wir hier? Niederträchtige Sims werden stärker und erfolgreicher gemeine Interaktionen an. Okay, Essen? Was ist das? Bonusmerkmal. Essenz des Geschmacks. Sims mit Essenz des Geschmacks bearbeiten hochwertigere Speisen und Getränke zu. Okay. Familie. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller fester. Kreativität. Grübler verbessern ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert sind. Liebe. Verführerische Sims sind in Liebesdingen erfolgreicher als andere. Natur. Sammler können häufiger seltene Sammelobjekte finden. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfacher, fit und in Form zu bleiben. Vermögen. Gesellschaftliche Sims verdienen durchschnittlich gut. Wissen. Schnellere Lernen erlangen Fähigkeiten. Ein wenig schneller. Okay, also da muss man sich jetzt was aussuchen, wonach man so gehen will. Ich möchte, eigentlich würde ich dann eher Familie tippen. Ich bin auch eher so der Familienmensch. Das ist auch nochmal unterteilt. Dieser Sim möchte eine Familie haben, die ihm lieben, die im Leben erfolgreich ist. Ist mir egal, was die machen. Dieser Sim möchte einen großen, liebevollen Haushalt gründen. Ja, das passt. Das machen wir. Und was sind jetzt das für Dinge hier? Wähle ein Merkmal. Okay. Man sieht, ich habe wirklich von Sims, von dem Charaktererstellung, das... Wenn ich da an das erste Sims zurückdenke, das ging wesentlich schneller. Moment. Merkmale wählen. Aktiv. Düster. Fröhlich. Kreativ. Hitzkopf. Genie. Romantisch. Selbstsicher. Spinner. Ach du Scheiße. Bücherwurm. Geek. Genießer. Perfektionist. Musikliebhaber. Kunstliebhaber. Ach du guter Gott. Chaot. Kindisch. Materialistisch. Tollpatschig. Unberechenbar, ordentlich, kleptomanisch, ehrgeizig, faul, liebt die Natur, Snob, Vielfraß. Achso, da muss ich drei auswählen. Okay, deswegen gibt es wahrscheinlich so viele. Pro, böse, eifersüchtig, gemein, Familienbeibu. Was? Familienbewusst. Einzelgänger, selig, gut,
mag keine Kinder und sprunghaft. Okay. Da gibt es sogar eine kleine Animation dazu. Cool. Ich muss jetzt da praktisch drei Merkmale, die mich ausmachen. Okay. Also aktiv. Dieses Sim ist häufig energiegeladen. Könnte anderes. Nein, das. Okay, das, der Satz ist vorbei bei Energie. Düster. Dieses Sim ist häufig traurig. Bin ich eigentlich auch nicht. Also traurig bin ich eigentlich eher selten. Fröhlich. Dieses Sim ist häufig zufriedener als andere. Okay. Kreativ. Dieser Sim ist häufig inspiriert. Andere kreative Ideen teilen und wirkt möglichst verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht kreativ sind. Das passt eigentlich ganz gut zu mir. Ich muss eigentlich immer irgendwas machen und wenn ich ein Zimmer umstelle, ich muss immer irgendwas was tun. Genie, okay, können wir gleich weitergehen. Romantik, ich bin ein Romantiker. Diese Sims sind oft kokett und können traurig werden. Moment. Traurig werden, wenn für eine gewisse Zeit keine romantischen Interaktionen hatten. Weiß ich nicht. Selbstsicher. Diese Sim neigen dazu, selbstsicher zu sein. Was für eine Beschreibung. Spinner. Diese Sims sind häufig verspielt. Bester Neu, schäm die Briefe. Das passt wie Arsch auf Eimer. Bücherwurm bin ich überhaupt nicht. Geek. Geek würde eigentlich auch zu mir passen. Wahnsinn. Genießer bin ich eigentlich auch. Yo, Yim Swaby. Ja, das passt wie, ja. Kunstliebhaber überhaupt nicht. Musikliebhaber, ich mag zwar Musik, aber das ist nicht wirklich. Ich glaube, das bezieht sich eher auf andere Musik. Inspiriert. Musste ich eigentlich schon. Ach, kreativ war das, nicht inspiriert. Perfektionist bin ich eigentlich auch. Wenn ich ganz ehrlich bin. Yips. Ehrgeizig. Nö, ehrgeizig bin ich nicht wirklich. Faul bin ich. Alter, da passen viel zu viele Sachen. Da passen viel zu viele Sachen. Sweetie. Kindisch. Oh, Barba Mucho Baba. Nee, das eigentlich nicht. Ja, doch. Ein bisschen schon, wenn ich ehrlich bin. Chaotisch bin ich eigentlich auch nicht. Bin eigentlich ordentlich, würde passen. Vielfraß. Nö. Snob. Nö. Liebt die Natur. Das würde eigentlich auch passen. Gemein, weiß ich nicht. Da muss man andere Leute fragen, ob man gemein ist. Böse bin ich eigentlich nicht. Eifersüchtig bin ich eigentlich überhaupt nicht. Pro, ich weiß nicht mal, wie man Pro definiert, aber ich denke, ich bin schon ein Pro. Einzelgänger, ja, das würde ich schon irgendwo sagen. Das würde auch passen. Ich bin nicht so der Teamplayer, glaube ich. Familienbewusst. Zufrieden. Ich liebe meine Familie. Ich bin halt. Ich bin ein Familienmensch, ganz eindeutig. Würde also auch passen. Oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Da passen so viele. Pass auf, wir nehmen das, das und das. Schmessel. Schmessel. Narschkel. Narschkel. So, nee. Also ich würde sagen, kreativ nehme ich auf jeden Fall mal. Ah. Genießer bin ich eigentlich auch. Was steht denn da? Die Sims sind zufrieden und haben Spaß, wenn sie gutes Essen bekommen. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie schlechtes Essen bekommen und können sich für Ideenkochsendungen ansehen. Okay. Chaotisch, Snob, ordentlich. Das ist schwierig, da müsste man eigentlich einen Kumpel dabei haben, der einen da so ein bisschen die Richtung weist. Ich würde sagen, wir nehmen noch. Der Geek ist jetzt auch. Ja, wobei, doch. Schwierig. Also ordentlich würde ich noch nehmen, weil ich bin wirklich teilweise ein bisschen pingelig. Materialistisch bin ich überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Und dann würde ich sagen, komm, wir nehmen noch den Einzelgänger. Was macht er eigentlich? Diese Sims sind glücklich, wenn sie alleine sind. Erhalten keine negativen Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist. Und reagieren häufig beschämt auf soziale Zurückweisung. Das ist aber nicht so gut, glaube ich.
Wisst ihr was? Wir nehmen noch den Geek. Steve. Ich glaube, der Geek passt noch. Show your horn. So, und jetzt? Wieso stehe ich da eigentlich in Badeklamotten? Kann ich bitte in meinen... Genau, perfekt. So, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? So, eigentlich... Ach so, Nachname. Stimmt, da war ja noch was. Wir brauchen einen Nachnamen. Ich habe keine Ahnung. Wie nennen wir uns denn? Ich würde ja sagen... Nee. Okay, wisst ihr was? Ich beende hier einfach die Folge. Ich denke mir was aus, wie wir heißen, und dann sehen wir uns einfach hier in der nächsten Folge wieder und dann gucke ich mir Sims mal an. Sims 4. Dann ziehen wir mal ein Haus ein und ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Ich hoffe, ihr hattet Bock. Oder ihr habt Bock auf so ein Projekt. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss. Hat er noch was zu sagen? Anscheinend nicht. Bis dann. Ciao.